Während in der Gesellschaft heftig diskutiert wird, ob nun 2 oder 3G die richtige Ansage ist, da hat Papst Franziskus in dieser Woche für seine Kirche verbindlich entschieden. 2G ist angesagt. G wie gemeinsam und G wie gehen. Gemeinsam gehen. Darum geht es dem Papst. Und die Zeiten, wo ein Papst ganz alleine die Richtung vorgab, die sind damit wohl endgültig vorbei. Und dass Bischöfe ihrem kirchlichen Fußvolk erklären, wo es lang geht und die Herde dem Hirten einfach nur hinterherläuft, wohl auch. Der Papst bittet in seinem in dieser Woche veröffentlichten Schreiben zur Vorbereitung der Weltbischofssynode seine Mitbrüder im bischöflichen Amt ganz eindringlich darum, der anvertrauten Herde zuzuhören. Die Bischöfe, die sollten sich aber bitte keine Sorgen machen. Das bringe doch nicht automatisch das Mehrheitsprinzip der Demokratie in die Kirche ein. Und es gehe doch auch nicht um die Durchsetzung und Vertretung eigener Interessen, sondern um die geteilte, gemeinsame Leidenschaft für die Verbreitung des Evangeliums, für die frohe Botschaft. In der Kirche von morgen, da braucht es eben alle. Kirche ist nichts für Ego-Shooter. Und wenn sich Ende des Monats hier in Frankfurt die Bischöfe und die gewählten Vertreter aus den Gemeinden und Verbänden treffen, dann geht es eben nicht um eine Parlamentsentscheidung, sondern um einen gemeinsamen synodalen Weg. Der Papst, der greift ganz bewusst diesen in Deutschland eingeführten Begriff für die Weltkirche auf, um klarzumachen, es braucht Aufbruch, es braucht Fortschritt. Aufbruch und Fortschritt. In der Gemeinschaft, wenn die Kirche ihrem Herrn Jesus Christus wirklich entgegengehen will.